Lucky ist auf der Suche nach den Schokoladenseiten des Lebens. Dazu ist er in die Schokoladenwerkstatt gegangen. Dort lernt er mit anderen Kindern viel darüber, wo Kakao und Schokolade herkommen. Werkstattleiterin Sabine Mock erzählt etwas über die Kakaoschoten. Eine getrocknete Kakaofrucht dürfen die Kinder sogar anfassen, sie genau untersuchen und an ihr riechen. Das hat aber so gar nichts mit Schokolade zu tun, denkt sich Leckermaul Lucky. Und das Kakaopulver, das Sabine Mock jedem zum Probieren auf die Hand schüttet, ist ganz bitter. Dann gibt es noch Kakaobutter, die aus den Bohnen gepresst wird. Aus ihr kann man weiße Schokolade machen. Also, aus den Früchten kommen die Kakaobohnen. Die werden geröstet. Daraus entstehen der feste Presskuchen, die fette Kakaobutter und die Rohschokolade. Dann gibt es noch Milchpulver und Zucker. Wozu? Das erfährt Lucky später. Mona erklärt's schon mal. Und der Kakao, da macht man zuerst so Milchpulver und Kakaopulver und Zucker und dann noch Butter dazu. Eine spannende Frucht, denkt sich Lucky und will mehr wissen. Mit den Kindern schaut er einen Film an. Dort sieht er ein Land in Afrika, die Elfenbeinküste. Dort gibt es Bauern, die den Kakao anbauen. Damit sie von dem Verkauf leben können, gibt es den fairen Handel. Dadurch verdienen die Menschen doppelt so viel Geld, als wenn sie die Kakaobohne normal verkaufen würden. Jetzt will Lucky es aber wissen. Wie macht man Schokolade aus den unscheinbaren Bohnen? Erst kommt Butter in einen Topf. Dazu ein paar Löffel Rohrzucker. Es soll ja süß werden. Milchpulver kommt noch hinein und noch echtes Kakaopulver. Lucky passt genau auf. Die ganze Mischung kommt auf den Herd. Das Rühren geht schwer, wird aber leichter, je wärmer der Topf wird. Endlich ist es soweit. Die Schokolade ist fertig und die Kinder verteilen sie auf Kekse. Das schmeckt allen Kindern gut. Schmeckt schön schokoladig. Ja, denkt Lucky, genug geredet. Die TV-Leseratte widmet sich lieber wieder den leckeren, süßen Schokoladenkeksen, damit sie auch noch genug abbekommt.